Zivilgesellschaft hat eine Bruttowertschöpfung pro Jahr von um die 90 Milliarden Euro. Das entspricht der Kfz-Branche, das entspricht ungefähr der Baubranche in Deutschland, also großen ökonomischen Bereichen. Es gibt auf unterschiedlichen Ebenen Entwicklungen in der Zivilgesellschaft. Auf der einen Seite sicher auf der Ebene der Themen. Energiewende, ein großes Thema, gerade im Genossenschaftsbereich. Geschätzt in den letzten 5 bis 10 Jahren über 400, 500 Energiegenossenschaften, die sich neu gegründet haben. Ich sage eine neue Studie des Klaus-Novi-Institutes zum Beispiel. Also Energiewende bestimmt ein ganz wichtiges Thema. Bildung zweifelsfrei auch ein großes Thema. Freie Schulen, Schulen in freier Trägerschaft, andere Bildungsangebote. Integration ein ganz wichtiges Thema, nicht nur im Bereich der Migranten selbst, Organisationen, das auch, aber auch in unterschiedlichen anderen Kontexten, gerade Bürgerstiftungen, die sich gegründet haben. Ein dritter großer Bereich der letzten 5 bis 10 Jahre, seitdem diese Rechtsform auch modifiziert geworden ist, beziehungsweise die Stiftungsrechtsform so geöffnet wurde, dass Bürgerstiftungen neue Möglichkeiten haben. Das sind unterschiedliche Themenfelder, die neu hinzugekommen sind. Lange Zeit hatten wir eher die Rolle oder haben wir eher eine Form von Denken gehabt, dass wir sagen, der Staat finanziert Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen. Stiftungen können Impulse setzen, versuchen Modellprogramme anzustoßen, neue Ideen in die Welt zu setzen und so weiter. Was wir momentan sehen, ist ein Stück weit eine Rochade in dieser Rolle oder vielleicht eine Amalgamierung zwischen diesen beiden Akteuren. Auf der einen Seite versucht Staat oder zumindest staatliche Akteure im Bereich der Engagement- und Zivilgesellschaftspolitik ihre Rolle immer mehr zu bestimmen in Form von Projektförderungen, Modellprogrammen, etwas in der Richtung. Strukturförderung geht sehr stark zurück. Und gleichzeitig versucht Staat ebenfalls, um die eigenen Gestaltungsressourcen auszubauen, Stiftungen einzubinden, sodass immer mehr in Form von Kooperationen gemacht wird. Stiftungen dadurch die Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Ressourcen zu matchen mit staatlichen Ressourcen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch aus dieser Rolle, nur Impulsgeber zu sein, herausgenommen werden und mit in die Infrastrukturförderung einbezogen werden. Insofern ist es momentan eine ambivalente Situation, die man nicht eindeutig reflektieren kann im Sinne von, ist es richtig oder falsch. Aber manchmal macht es durchaus Sinn, sich vielleicht auf die originäre Rolle, was Stiftungen tun können und wo ihre Stärken auch liegen, mit den durchaus begrenzten Ressourcen und auf der anderen Seite, was staatliche Aufgaben sind, zurückzubesinnen. Wie kann man Stiftungsarbeit so organisieren, dass man quasi nicht immer nur über einen kürzeren Zeitraum Projekte fördert, die dann wieder in der Versenkung verschwinden, sondern wirklich langfristige Lernerfahrungen auch resultieren. Auf der Seite derjenigen, die gefördert werden, was ja meistens dann auf einer kommunalen Ebene ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ein Beispiel hier in Berlin-Neukölln, eine Bürgerstiftung, die ein sehr schönes Projekt hat, ein Mentorenprojekt oder ein Patenprojekt ist es gewesen, was sehr, sehr gut angelaufen ist. Es ist breit kommuniziert worden, es ist berichtet worden in den Medien darüber. Nur nach 3 Jahren lief die Förderung aus und als sie versucht haben, zu unterschiedlichen Akteuren zu gehen, Stiftungen, öffentlichen Akteuren, kam eigentlich immer das Problem, dass sie gesagt haben, wir fördern gerne, aber es muss ein neues Projekt sein. Es kann jetzt nicht sein, dass wir irgendwo einsteigen in ein Projekt, was schon Bestand hat und wo man im Prinzip auch die impulsgebende Rolle der Organisation, die fördert, möglicherweise gar nicht mehr hinten dran erkennt. Also diese Form von Innovationsverliebtheit ist, oder Innovationsfixierung, überspitzt gesagt, kann natürlich auch ins Gegenteil umschlagen, weil Innovationen groß zu ziehen, neue Ideen und Impulse in Themen einzubringen, ist die eine Sache. Aber das Wichtige, und nur dann macht es ja Sinn, ist ja auch die Frage, wie kriegen wir das hin, diese Impulse so zu verstetigen, dass wir aus diesem Impuls eine nachhaltige Lernerfahrung haben und neue Strukturen entwickeln. Und an dieser Stelle geschieht schnell eine Vakanz. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, mit der Rochade zwischen Politik und Stiftungen, dass im Prinzip beide Seiten mehr oder minder sich ganz gerne stärker auf die impulsgebende und weniger auf die strukturfördernde Rolle zurückziehen möchten. Und ich möchte sagen, Stiftungen eigentlich relativ legitim. Stiftungen sind nicht in der Rolle, quasi wie öffentliche Akteure für Infrastrukturen, für die öffentliche Daseinsvorsorge verantwortlich zu sein. Es ist gerade auch die Stärke der Stiftungen, Impulse zu setzen. Schwierig wird die Sache natürlich dann, wenn Stiftungen quasi die Erwartungshaltung haben, wir setzen die Impulse
Und wenn sie gut sind, dann kommt hinten dran der Staat und übernimmt sie in die Dauerförderung. Das geschieht natürlich auch nicht. Es betrifft dann aber auch eine Dimension oder eher die Facette, wie können Stiftungen oder die Akteure, die mit Stiftungen zusammen Impuls geben, arbeiten, wie können diese Impulse von vornherein vielleicht auch schon so entwickelt werden, dass diejenigen, die hinten dran die Strukturförderung übernommen werden sollen oder die hier Verantwortung übernehmen sollen, dass die von vornherein eingebunden sind. Einfach ein Projekt zu fördern und nach 3 Jahren es der öffentlichen Hand vor die Füße zu knallen und zu sagen, jetzt finanziert ihr dieses Projekt aber mal bitte und macht eine Struktur draus, das ist dann der falsche Weg. Dann muss es schon in Form von Kooperationen relativ früh laufen, sodass diese später angedachten Finanzierungsbeziehungen dann auch laufen. Es wird momentan viel gesprochen von sowas wie einem New Deal für Bildung, einem New Deal für unterschiedliche Bereiche. Es gibt andere Begriffe dafür, auch zum Beispiel die in der Co-Produktion unterschiedlicher Sektoren. Also im Prinzip die ganz einfache Überlegung, mit gesundem Menschenverstand zu sagen, wir gehen mal einen Schritt zurück, sehen, hier ist ein soziales Problem vor uns und fragen nicht, ist das jetzt Sache des Staates, ist es Sache privatwirtschaftlicher Akteure, müsste das die Zivilgesellschaft in Eigenregie behandeln, sondern wie können alle Sektoren zusammen ihre Leistungen einbringen, um in eine Form von Koproduktion, von intelligenter Form, von Matching ihrer eigenen Ressourcen diese Probleme angehen. Das sind sehr schöne Überlegungen. Sehr vieles ist da momentan noch in der Forderung, in der Überlegung. So viele Beispiele und Erfolgsfaktoren, die vielleicht auch untersucht sind, sodass wir sagen können, warum es funktioniert, warum es scheitert, wie man es angehen muss, gibt es da momentan noch nicht. Aber das ist bestimmt momentan ein Schwerpunkt der Entwicklung, dass man sich öffnet, dass man sektorale Grenzen nicht als starre Grenzen sieht, sondern dass man stärker miteinander in Dialog kommt und Koproduktion herstellt. Eine Schwierigkeit momentan ist bestimmt, dass dort, wo bürgerschaftliches Engagement geschieht, also auf der Ebene der Kommunen, das ist die lokale Ebene. Bürger sehen bestimmte Anlässe, zu denen sie sich engagieren wollen. Und es sind meistens nicht die großen Fragen, der demografische Wandel, die Fragen gesellschaftlicher Integration. Es sind die Fragen vor Ort. Stuttgart 21 ist insofern ein atypisches und ein typisches Beispiel gleichzeitig. Es ist bestimmt atypisch in der Größe der Wirkung und der Dauerhaftigkeit der Bewegung. Aber es ist insofern ein typisches Beispiel, dass es der Anlass vor Ort in der Kommune ist, wo sich Menschen vielleicht gestört fühlen, wo sie Gestaltungsoptionen sehen und etwas machen wollen. Insofern sind Kommunen natürlich naturwüchsig die richtigen Ansprechpartner, die am nächsten dran sind, die am meisten unterstützen können. Problematisch ist hier schon, dass wir vor dem Hintergrund verschiedener Projekte der letzten 3-4 Jahre sehr gut sehen, dass der Dialog zwischen Kommunen und organisierter Zivilgesellschaft total unterentwickelt ist. Also, wenn Sie Kommunen, kommunale Entscheidungsträger fragen, können Sie mir mal eine Liste mit Ansprechpartnern, zivilgesellschaftliche Akteure bei Ihnen geben? Gibt es nicht. Wenn Sie in Jugendämter gehen und schauen, mit wem die zusammenarbeiten, dann gibt es immer selektiv viele gemeinnützige Träger der anerkannten Jugendhilfe, aber eine vollständige Liste gibt es auch hier nicht. Kooperationsbeziehungen können ausgebaut werden, aber das ist nur das eine. Die andere Dimension an der Angelegenheit ist, dass wir in den letzten Jahren immer mehr eine Überantwortung wichtiger Aufgaben von der Bundeslandesebene an die kommunale Ebene haben, ohne die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel. Und ein Großteil der Förderung von Zivilgesellschaft geschieht insofern auf der kommunalen Ebene, wobei die kommunalen Haushalte immer mehr extrem angespannt sind. Das heißt, wenn man etwas mehr politische Fantasie auch in diesem Aspekt versucht walten zu lassen, dann müsste man sich vielleicht nicht in der Perspektive auf 1 bis 2 Jahre, aber durchaus mittelfristig fragen, wie kann es gelingen, dass Bund, Länder und Kommunen geschickter miteinander interagieren, wenn es darum geht, lokale Zivilgesellschaften zu unterstützen? Und wie kann möglicherweise auch der Bund dorthin kommen, kommunale Infrastrukturen in diesen Bereichen zu fördern? Das ist momentan noch nicht möglich. Es gibt eine größere Diskussion über die rechtlichen Möglichkeiten, die verfassungsrechtlichen Grundlagen darüber. Aber hier liegt bestimmt noch Potenzial und Handlungsbedarf für die nächsten Jahre.